Servus Leute, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben eine neue Quest. Und zwar Friedensangebot. Oder beziehungsweise Friedensgespräch mit Cambria. Wo auch immer dieses Cambria ist. Fraktion der Obri-Verband. Aber ich würde sagen, wir lassen erstmal die Jungs da hingehen und wenn die wieder da sind, wenn wir das in dieser Folge schaffen sollten. Ja. Was machen wir denn gerade? Verbesserte Lampen. Hydrokulturen, vielleicht auch nicht verkehrt. Rauchrucksäcke. In defensiven Raum genutzt werden können. Prothetik. Mörser. Geschütztürme, das ist natürlich auch richtig geil, ne? Schallturm. Autokanonenturm, Alter. Transportkapsel. Baut eine startfähige Transportkapsel, um Personen und Vorräte an weit entfernte Orte. Nützlich für Überfälle, Reisengeschenke und vieles mehr. Los, Skylar, hast du dich schon mit jemandem angefreundet hier, oder? Kleiner Willox. Freund, Freund, Freund. Brummen. Kleidung brauchen wir, ne? Marschland. Ich würde auch ganz interessehalber einmal hier irgendwo angreifen. Oder beziehungsweise nochmal angreifen. Aber ich brauche stärkere Waffen. Viel stärkere Waffen. Forschung abgeschlossen. Ich gehe jetzt auf Geschütztürme. Nice. Schaden 18. Schaden 12. Schaden 18. Halt, 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 halt. Glasstahl. Stahlschrott. Okay. Dann wollen wir mal Lucky Lucky machen. Schauen wir mal. Katze, Huhn. Sprit. Okay. Brandbombe verwendet werden kann. Alter, alter, alter. Gewaltige Skulptur aus Stahl. Alter, wow. Schutzweste exzellent. Präzisionsgewehr. Schaden 25. Geil. Wow.
Milk. Können wir uns nicht leisten. Scheiße, ich hab echt vergessen, die Sachen mitzunehmen, ne? Scheiße. Aber gut, so geiles Zeug haben die jetzt natürlich auch nicht, ne? Und die haben schon interessante Sachen, ja. Aber die haben jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, puh, 710 Stahl, kosten 2.500. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Was ist denn? Ich bin gerade am Überlegen. Ich mir eine zweite Siedlung baue. Oder gründe, besser gesagt. Marmor, Granit, Steinzimmer. Ich mir eine zweite Siedlung gründe. Krankheitshäufigkeit 1 bis 2 Mal pro Jahr. Tiere können grasen, nein. Nein? Ja. Geil wäre auch mal in ein neues Biom zu gehen, ne? Wir sind ja hier im Waldgebiet, sage ich mal. Geil wäre, wenn man mal hier oben hin. Nadelwälder. Wachstumsperiode 30 von... Wobei hier schon am geilsten ist, weil hier ziemlich viele Leute, ja, oder hier halt, ne? Aber hier ist quasi das gleiche Biom. Eben. 10 Tage Nahrung anbauen. 30. Ganzjährig. Weil hier haben wir halt keinen Handelspartner in der Nähe, ne? Flache gelbe Sandwüste. Thank you.
Okay, ich mache mal ein bisschen schneller. Direkt aneinander grenzen. Okay, guck mal, da haben wir schon das nächste Problem. Die roten Gewehre. Flüchtling, weiblich 26, Bishop, Techniker, Alter 37. Die humpen uns doch beide hier, wa? Ich müsste doch rein theoretisch noch eine Psycho-Berserker-Lanze haben. Meine ich zumindest. Oder? Geht ihr schon mal dahin? Hey, hatte ich nicht noch eine Psycho-Berserker-Lanze? Geschichte. Gucken, ob wir einen von beiden kriegen. Vielleicht kriegen wir auch beide. Ich speichere mal. Na los, Attacke, Jungs. Jungs und Mädels. Wie lange wollt ihr noch hier rumhängen? Roten Gewehre. Oh, wer bist denn du? Predigerin. Okay. Wer seid ihr denn? Kim. Ich habe keinen Plan, was hier jetzt gerade passiert ist. Überlebt die wohl? Schmerzschock. Keinen Plan, was hier passiert ist. Kommt ihr mal hier langsam? Ich habe auch langsam gemacht und nicht schnell da. Stahlschrott. Ein neues Weibchen in unserer Mitte. Alarm, medizinischer Notfall. Wir sind dabei. Kein Plan, was sie kann, aber wir holen sie uns. Bergbau 7, Handwerk 6, Kunst 7, auch nicht schlecht. Können wir die wohl zähmen? Was ist eigentlich mit den Muffo los geworden hier? Rote Gans war das, ne?
Oh mein Gott, was ist hier passiert? Alter! Ente gut, alles gut oder was? Arbeit, warte mal, Skylar war doch auch Tierpflege, ne? Alter! Warte mal, wir haben Frühling, dann können die Dinger eigentlich aus. Aus. Und aus. Und aus. Alter. Misogynie schüchtert eine starke Abneigung gegen alle Frauen und misstraut ihnen. Mental hochsensible Psyche ist wie eine. Sie ist extrem empfindlich für Phänomene. Verweigert einfache Arbeit, Fürsorge. Verursacht durch Vorgeschichte, entflohene Gefangene. Eieiei, wo seid ihr denn? Oh, ihr seid. Hälfte habt ihr gerade. Das ist natürlich nicht gut. Reis. Wo ist mein ganzes Stahl hin? Unfertige kleine Skulptur aus Stahl. Mist, er hat seinen Vater erschossen. Das ist natürlich nicht so geil. Haben wir zufällig Stahl oder so? Stahl zufällig? Geile Brücke. Wand aus Marmor, Wand aus Stahl. Befehle abreißen. Bumm. Puma, fuck. Was hast du denn? Pass auf den Puma auf. Thank you.
Okay, beide geht nicht. Okay. Bringen wir wenigstens noch ein bisschen Stahl nach Hause. Fängst du von da an und du von da, dann läuft das schon. So, so, kann man nicht sagen, hebe auf hier Befehle. Okay, dann dürft ihr weiter nach Hause reiten. Yes. Okay, und hier geht's weiter. Ja, die scheiß Entenküken hier hinten, Alter. Warte, wir machen einmal Arbeit auf 1. Ja, sehr gut. Alle Enten da raus. Da, di, da, da. Bum, 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 bum. Krass viele Enten. Weiterziehen, bitte. Da, di, da, da, la, 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 la. 37 Stahl. Da muss Rio gleich als erstes hier reingehen. Will ich endlich mal fertig kriegen da. Da, 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 da. Ah, nicht für Bauen zugeteilt. Okay, das erklärt einiges. Die Ente ist da dran gegangen. Gibt's doch gar nicht. Er auch. So. Bum, bum. Nur erstmal ein bisschen kürzer machen hier, ein bisschen. Für den Entenküken 39. Rote Gans hat keine Nahrung mehr. Okay. Eigentlich könnte ich auch. Damit hier keine Eier mehr reinkommen, damit wir das Problem gar nicht mehr kriegen. Nur unbefruchtete Eier hier rein. Einstellung kopieren. Bam, bam, bam. Bam.
Okay, habe ich jetzt irgendwas verkehrt hier? Mahlzeit? Mahlzeiten. Genau. Ja, das darf natürlich auch. Eigentlich darf hier so gut wie alles rein, bis auf befruchtete Eier. Die möchte ich da nicht drin haben. Genau, und dann Einstellungen kopieren. Glaube ich, dass das richtig war. Feuer. Karawane hat Haupt erreicht. Ente 6 tot. Da di da 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 da. Gut, es sind wieder alle vorhanden. Das freut mich sehr. Oh mein Gott! Prinzip auch scheißegal. Aber rucki zucki neu machen hier. Ja, das kriegen wir wieder hin. Das ist gut. Wie geht's dir hier? 5,8. Von 5 auf 5. Okay, weil das Gebiet jetzt zählt doch noch. Hä, warum bringt der die denn jetzt alle da? Knastbruder. 18, Musiker. Männlich. Oh mein Gott! Wo sind die Jungs? Okay, hier oben.
Konsequenzraum, die Rulle. Hä, wo sind die hin? Da. Na komm, greift an. Wenn ich mal meine Zone einmal gibt. Bams, Bams und Bams. Verwirrung, rote Gans. Er ist schwer verwundet. Wo ist die andere Dame hin? Ja, die kommt von oben. Fickt euch! Tot? Tot. Fuck you! Tot. Müssten eigentlich alle wieder an der Arbeit sein, ne? Scheiße. Alter, was ein Waldbrand. Huhu. Heilige Scheiße. Warum auch immer die hier löschen? Fuck. Warum sind die verwirrt? Ich hab doch gesagt, hier sollen keine Eier rein. Entenein befruchtet. Keine befruchteten, nur unbefruchtete.
Wow. Was ist denn jetzt hier hochgegangen? Ach was, ein Fehler einer Leitung, okay. Ich check jetzt nur nicht, warum er die hier angebunden hat. Hier oben ist... Ah, okay. So. Wäre voll geil, wenn irgendeiner gleich mal die Viecher hier wieder reinbringt. Nein, hier geblieben. Okay, was machst du hier? Na, er säuft sich erstmal ein, okay. Okay, es ist jetzt ein bisschen chaotisch gerade. Skylar und Rote Gans driften voll ab. Ich hoffe, das lässt jetzt bald nach. Okay, das Ding steht auch wieder, sehr geil. Okidoki, geilo. Ich hoffe, wir haben wieder die Kurve gekriegt. Alter, was? Und wieso zum Teufel liegen hier Eier drin? Fortschritt Ei. Befruchtet. Kann jetzt mal irgendeiner bitte ja, die Enten hier rausholen? Schon wieder gefuttert. Der geht doch am Arsch. Schon wieder Feuer. No! Nobody knows. Sehr gut. Alter, was ein Chaos. Wieso kriege ich die scheiß Enten hier nicht raus? Ah, er holt da so ein Viech wieder. Hier sind auch noch Viecher. Ja gut, ich würde sagen, es war sehr chaotisch. Aber wir belassen es erstmal dabei und gucken in der nächsten Folge weiter. Wir haben auf jeden Fall ein, zwei neue Zugänge hier, oder sagt man das Zugänge? Ist das richtig? Wir haben einmal hier Shift und Skylar.
Wir hatten ja zwei verloren, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Naxos oder Nasos oder so. Und einer ist, glaube ich, gestorben, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ist ja auch shit egal. Boah, Alter, wie viele Schafe. Meine Fresse. Alpakas auch voll viele. Okay, wir gucken in der nächsten Folge weiter. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschö mit Ö.